Ich bin schon da, der alte Typ, schreibt Dave Wallace kurz vor dem Treffen im Fußballmuseum in Manchester, per Mail. Er ist seit den 50er Jahren Fan von Manchester City und gibt seit 1988 mit seiner Frau so das City-Fanzine King of the Kippaik heraus, benannt nach der Kippaik-Tribüne im Stadion Main Road, in dem der Club bis 2003 spielte. Am Sonntag trifft der Tabellenführer bei Verfolger und Stadtrivale Manchester United an, 17.30 Uhr, Live-Ticker Spiegel Online. Vorher sprechen Dave und Sue Wallace, beide Anfang 70, über die Verwandlung ihres Vereins von einem chronischen Außenseiter zum schwerreichen Anwärter auf den Champions League-Titel. Dave und Sue Wallace Spiegel Online, lange war City gegen United Außenseiter. Mittlerweile nicht mehr. Ungewohnt, oder, Dave Wallace, auf jeden Fall. Vor 10, 15 Jahren hatten wir gegen United keine Chance. Da waren wir froh, wenn sich die Niederlage im Rahmen hielt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen so großen Vorsprung hatten, 8 Punkte, an. Der Red. Spiegel Online. Seit der Übernahme durch Scheich Mansur aus Abu Dhabi im Herbst 2008 hat sich viel verändert. Ist das tatsächlich noch Ihr Manchester City? Der Club, in den Sie sich verliebt haben? Dave Wallace, auf jeden Fall. Als der Scheich kam, haben viele Leute gesagt, dass wir jetzt alles verlieren, was uns ausgemacht hat. Aber Sie müssen sehen, wo wir damals standen. Das letzte Spiel vor der Übernahme haben wir 1:8 in Middlesbrough verloren. Spiegel Online, jetzt steuert City die dritte Meisterschaft in 6 Jahren an und gehört in der Champions League zu den Favoriten. Stürzt sie das nicht in eine Identitätskrise? Sue Wallace, nein, als der Scheich kam, waren wir am Ende, sportlich und auch wirtschaftlich. Alles ging den Bach runter. Und jetzt spielen wir diesen wunderbaren Fußball. Dafür müssen wir dankbar sein. Das sehen die meisten Fans so. Dave Wallace, bei der Übernahme hieß es, wir würden den Fußball zerstören, alle unsere Spieler seien Söldner. Quatsch, bei uns stand Joe Hart aus Shrewsbury im Tor. Wir haben Vinny Kompany aus Hamburg geholt. Wir können auch gar keinen Neymar Graf verpflichten. Spiegel Online, aber Ihr Verein kann mal eben 250 Millionen Euro für eine neue Abwehr ausgeben wie vor dieser Saison. Dave Wallace, die Preise steigen halt. Außerdem ging es doch schon immer um Geld. Ich habe neulich ein Stadionheft aus den 60er Jahren gefunden, da hieß es, Tottenham Hotspur würde die komplette Liga aufkaufen. Damals hat sich niemand darum geschert. Später haben die Clubs aus Italien viel Geld für Spieler gezahlt. Und jetzt sind wir dran. Spiegel Online, Sie meinen, nach Jahrzehnten im Mittelmaß haben Sie sich den Luxus verdient. Dave Wallace, ja, so sehen wir das. Einer unserer beliebtesten Gesänge lautet, Winifer in AT Home, Winifer in AI. We lost last week and we lost today. Weil es lange so war. Wissen Sie, wo wir standen, als United 1999 das Triple gewonnen hat? Spiegel Online, wo, Dave Wallace, wir haben in der dritten Liga gespielt und nur mit Mühe den Aufstieg geschafft, im Elfmeterschießen gegen Gillingham im Wembley Stadion. Ich weiß noch, wie wir danach zur U-Bahn gegangen sind.